Johannes wachte auf und war steif und starr. Blieb lange im Bett liegen, da hinter dem Vorhang in der Kammer. Und er dachte, jetzt müsste er bald mal aufstehen. Aber er blieb liegen. Draußen war es wieder grau. Regen und Geniesel, Windböen und grauer Himmel. Feucht und ungemütlich. Wie an jedem Tag zu dieser Jahreszeit. Und was sollte er sich für heute vornehmen? Drinnen sitzen bleiben konnte er ja nicht. Denn es war so trübe geworden im Haus, seit Erna tot war. Irgendwie war keine Wärme mehr im Haus, seit sie fort war. Egal, wie er das Haus heizte, richtig warm wurde es nicht. Und egal, wie viel Licht er anmachte, richtig hell wurde es auch nicht mehr. Jetzt will er zur Westburg gehen und heute ein Boot sehen, das dort liegt. Seinem guten alten Ruderboot, ja, denkt Johannes. Und er geht die Straße entlang und er schaut zu Peters Haus hinüber. Und da steht er nicht. Peter am Ufer? Ja klar ist das Peter. Ja, da kann er mit Peter einen kleinen Schwatz halten. Da bist du ja wieder, Peter. Und Peter dreht sich zu ihm um und blinzelt Johannes zu. Hab ich mir das doch gedacht. Hab ich mir gedacht, dass du noch kommst. Ja, du willst nach deinen Reusen schauen, was, Peter? Muss ja sein. Ich fange heute wahrscheinlich Heilbutt. Hast du Leinen ausgelegt? Nein, ich nehme die Angel. Ach so. Ja, so mache ich das. Ja, du bist mir immer einer gewesen, Johannes. Jetzt freut er sich, nach Hause zu Erna zu kommen. Sie hat vielleicht schon den Kaffeekessel aufgesetzt, denkt Johannes. Und er geht zu seinem Haus hoch, nur ein kurzes Stück. Und er geht um den Hügel herum. Und dann ein Stück geradeaus und dann ist er zu Hause, denkt Johannes. Und meine Güte, jetzt wird es dunkel. Ganz rasch und wie ohne Vorwarnung, nicht langsam und mit Dämmerung, ganz plötzlich. Auf einmal ist es so dunkel, dass er kaum mehr sieht, wo er die Füße hinsetzt. Nein, das ist aber schlimm. Und er geht die Straße auf sein Haus zu. Und er bleibt stehen, denn hört er da nicht Schritte? Ja, freilich hört er welche. Und kommen die Schritte nicht direkt auf ihn zu? Und sind das nicht Ernas Schritte, die er da hört? Bist du das, Johannes? Fragt Erna. Du bist es, Erna, sagt Johannes. Ja. Ich bin's, sagt Erna. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Das Wetter ist so plötzlich umgeschlagen. Und es ist dunkel geworden. Und ich habe nicht gewusst, ob du noch auf dem Wasser bist, sagt sie. Nein, ich war schon an Land. Vor dem Wetterumschlag, sagt Johannes. Ja, das ist gut, sagt Erna. Jetzt gehen wir schnell rein, sagt sie. Machen wir, sagt Johannes. Ja, machen wir, sagt Erna. Hier, nimm meine Hand, sagt sie. Und Johannes nimmt Ernas Hand und er spürt, dass sie